Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und heute heißt es Let's Play Wolfenstein The New Order. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich habe ja schon zwei Angespielteile euch gezeigt. Und damit ihr einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt und euch überlegen könnt, ist das was für mich, möchte ich das haben oder nicht. Aber jetzt ist hier Schluss mit Kindergarten. Hier ist nichts mit, wir drücken auf Fortsetzen, nein. Wir starten neu durch, machen ein richtiges Let's Play, machen hier keinen... Darf ich spielen, Papi? Tu mir nicht weh. Lass ihn nur kommen. Della Papi tot. Nein, wenn schon, denn schon, Leute. Wir sind bei Goody Games News and More. Hier gibt es Let's Plays nur auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad oder auf sehr hohen, je nachdem. Wir machen extrem und legen einfach mal direkt los mit Wolfenstein The New Order. Ja, ich will. Ich bin mir ganz sicher, dass ich das möchte. Ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. So, liebe Leute, hier geht es jetzt also direkt los. Wir genießen erstmal den Anblick hier auf die untergehende Sonne, auf unsere fliegenden Kameraden, sag ich jetzt einfach mal, auf die Flugzeuge, die uns hier begleiten, beim Sturm auf die Normandie. Nee, Normandie ist es ja gar nicht. Aber egal, ich sag euch gleich zum Let's Play. Wir werden wild ballern, wir werden wahrscheinlich öfter mal sterben. Ich probiere die Tode wie immer zu minimieren. Da sehen wir einfach mal, was ich machen lässt, wie schwer es wirklich auf Extrem ist. Ich muss mich da selber noch überraschen lassen. Dazu kommt noch, wir werden, wenn wir auch teilweise echt Gas geben, werden wir teilweise auch ein bisschen Ruhe hier im Let's Play an den Tag legen. Weil, wie immer bei mir, gibt es so viele Erfolge wie möglich in nur einem einzigen Durchgang. Alle sind nicht möglich in einem Durchgang, aber wir werden zusehen, dass wir wenigstens die sammelbaren Gegenstände so viel wie möglich mitnehmen. Und jetzt sage ich, wünsche euch viel Spaß und es geht los. Jo, machen wir. Wir wissen schon, hier vorne ist der Schrank. Ja, bin auch schon dabei, bin dabei. Kipp cool. Auch das wird erledigt. So, erledigt hier hinten. Habe ich doch schon alles hier, oder? Ach, hier den Jeep noch. Na. Okay. So, hier war meiner Meinung nach was. Schauen wir mal. Komm, komm, Klammlick. Ich wollte hier... Genau, hier haben wir Rüstung. 50 Rüstung nehmen wir gerne mit. So. Und zurück ins Cockpit. Ich komme. Cockpit, Cockpit, Cockpit. Oi! Alles klar da hinten? Kommen Sie jetzt zurück ins Cockpit, Blaskovic. Ja, bin doch schon da. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Als Geschütz, Blaskovic, los, los! Saugerabschüsse! Achten Sie auf unsere Leute! Thank you.
Ist das kein Gegner? Da sind unsere Jungs, die da abstürzen. Was ist das hier für einer? Ich mach doch schon hier weg, hier was geht, ne? Was ist das da? Oh, von irgendwo werden wir übel behakt. Übel behakt. Welchen meint er denn? Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Ja, stimmt ja. Es war ja Absicht, dass wir hier verrücken. Ich muss einen Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Melde! Vulture 1, bitte kommen, Vulture 1! Erste Hilfe, Koffer, Blasco. Nennen Sie. Was machst du jetzt, du verrückter Kerl? Kondor 9, hier Vulture 1, Sie sind zu nah. Negativ, Vulture 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Virgil. In Ordnung, Randall. Oh nein, Blasco, schauen Sie das Radar ein. Der Himmel oben neben den Lampen. Ja, besten Dank, Captain. Uiuiui. Das ist eng. Das ist cool. Ja, mache ich schon. So, jetzt mal gucken. Also im Angespielt habe ich den Sprung 1 Million Mal versaut. Mal schauen, wie ich es hier mache. Wunderbar, so muss das aussehen. Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Okay. Hier sind wir wieder in Kontrolle über uns. Da ist Medizin. Medizin finde ich gut. Sind wir schon wieder hoch auf 40. Na, liegt hier noch irgendwas rum für mich, Jungs? Habt ihr hier noch was? Ah ja, ja. Halt, hier habe ich hier gerade was gesehen. Ja, da war was. Irgendwo war hier gerade, habe ich ihn. Da, schon wieder. Hä? Hier sehe ich doch irgendwo, sage ich hier. Da. Keine Ahnung, wo es herkam, aber wir sind voll, das finde ich gut. Oh Gott. Gott sei Dank sind Sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir müssen abbrechen! Bleskowitsch, helfen Sie den Jungen hoch! Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Verdammt, Gordon! Wir werden hier abgeschlachtet! Hören Sie zu, Fergus. Wenn die Mission scheitert, dann verlieren wir Europa. Danke, mir geht's gut.
Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Tja. Ein schöner Anfang. Ich find's cool. Mir gefällt's wirklich sehr gut. Na, mal kurz ein Ladescreen. Sowas sollte eigentlich mit NextGen ja eigentlich abgeschafft werden, die Ladescreens. Ne? Man sollte eigentlich immer alles schon preloaden. Bin ja mal gespannt, wie das mit externer Festplatte dann wird, weil die Ladezeiten sollen sich dann drastisch verkürzen, wenn das Update dann nächsten Monat kommt. Wenn dann mal eine schöne USB-3-Platte kaufen und alle Spiele drauf verschieben. Weil, also wie gesagt, soll dann wirklich schneller laden. Alter Roboterköter hier, ne? Und das 1946. Melde dich per Funk. Wo ist das Funkgerät? Kann mich jemand hören? Da. Fergus, wie ist Ihr Status? Leskovic! Bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgendein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Lesko, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wyatt, leuchten Sie. Lesko, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus. Yes, Sir! Immer wenn er sagt Private Wyatt, verstehe ich Private Wyatt. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, das ist Absicht. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. So, dann gucken wir mal, ob das hier funktioniert mit dem Unterwasserbleiben. Also, Kisten kann ich ja kaputt machen. Medipack drin. Nee, dann mal. So, drunter durchrutschen. Ihr seht gerade, ich habe mehr als 100 Health. Hätte den Mann schon längst töten sollen. Wenn ich jetzt hier das Health-Pack aufnehme, ihr seht momentan, ich habe 106, das ist sogenannte Medischock. Also ihr könnt mehr Health haben für kurze Zeit, als ihr eigentlich habt. Ihr seht, wir sind runter auf 100, nehmen das Päckchen, haben 140 und die ticken jetzt natürlich aber auch runter, um wieder auf 100 zu landen. So, ab ins Wasser. Ah ja, hier geht's lang. Wunderbar. So Leute, ich hätte ganz gerne mal... Machen wir mal kurz hier. Tutorial, Sammelbares, Sammelbares. Was ist denn mit Sammelbaren hier? Achso, das hat sich... Vom letzten Let's Play habe ich das noch. Das ist natürlich schade. Ich hätte euch gerne jedes gezeigt. Ich wusste nicht, dass er beim neuen Spiel die Sachen übernimmt. Zeichnung. Charaktere. Okay, das haben wir also alles schon freigeschaltet. Einen Brief haben wir auch, aber Enigma-Codes haben wir noch nicht. Alle. Da fehlen hier noch einige. Und Gold fehlt auch noch einiges. In Kapitel 1. Okay. Vorteile haben wir nichts mehr. Notizen. Eine Map. Auch nicht, Fehlanzeige. Okay. Hatte ich letztes Mal nicht drauf geachtet, ob wir hier schon eine Map haben. Ich soll jetzt da hinschwimmen zu diesem... Ah, da.
Ein dicker, fetter Fuß. Atem scheine ich unendlich zu haben oder so. Irgendwas kann ich extrem lange die Luft anhalten. Nichtraucher, der Kerl, definitiv. Machen wir hier mal die Roboterhundis weg. Da es Roboterhundis sind, finde ich das auch nicht jetzt schlimm, die Platz zu machen. Noch was da? Nein, die Jungs sind da. Ich komme raus. Hab ihn den Arsch gerettet. Fühle mich gut. Ja. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Ich finde das geil mit dem kabellosen Headset. Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Okay, einfach Vollgas hier durch, hat er gesagt. Hat schon mal gut geklappt. Hier liegt auch Rüstung rum für uns, finde ich gut. Ich sage oft, finde ich gut, ne? Da fall ich schon um, na also geht doch. Ist er umgefallen. Oh, haben wir hier noch irgendwas? Hier hinten? Handgranaten. Ah, das Ding, was soll ich ja weghauen? Milishocks nehme ich erstmal nicht. Also, das hau ich mit der Handgranate weg. Dafür habe ich es auch gerade einsammeln können, ne? Ne? Na, wieso gehen die Handgranate nicht hoch? Verarschen. Na also. Halte LB gedrückt und bewege L. Ach ja, ich drücke wieder in die falsche Richtung. Nach hinten muss ich ziehen. Ja, Junge. Keine dummen Sachen hier probieren. Du bist platt. Machen sie dicke Backen, so soll es sein. Wunderbar. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Oh ja, können wir jetzt ruhig nachladen. Einer war doch dann noch, oder? Ich glaube, da war noch einer. Oh, hier mal die Rüstung mitnehmen. Das kann ich ja Kimbo Sturmgewehr ausrüsten. Warte mal, wo mache ich das nochmal?
So, Akimbo Sturmgewehr. Machen wir mal eiskalt. Oh, ah, die Dinger hier, diese Sturm. Diese Stromteile. Kriegt man in der Nähe Schaden? So. Ich hätte gerne eine Map. Ich hätte gerne eine Map. Ah, hier war noch was mitnehmen. Oh, diese Rüstung. War hier gerade noch Munition? Hm? Ah, habe ich vielleicht schon eingesteckt, wa? Ja, da. Ja, man muss ein bisschen sparsam sein, glaube ich, sein mit Munition. Geht doch. Mehr mitzunehmen. Medischock. Medischock. Dam dam. Granaten haben wir alles voll. Das Geschütz hier kann man nicht wegsprengen. Okay. Weiter geht's. Nehmen wir da reicht. Medischock. Warum bin ich eigentlich in die andere Richtung weiter? Keine Ahnung. Guck mal, was hier passiert. Die Maps habe ich noch nicht drauf, Leute. Ich habe es einmal nur angespielt. Das wäre zu viel verlangt. Aber wofür denn? Wir spielen ja auch nur auf Extrem. Dicker Roboter. Fetter Testerspule oder sowas da vorne dran. Na, ich höre Gegner, aber ich sehe keine Gegner. Ah, eine Pistole haben wir jetzt auch. Gut. Ah. Akimbo bin ich jetzt nicht wirklich ein Fan von, Leute. Also nicht, dass ihr denkt, oh Gott, jetzt rennt er hier durchgehend durch die Gegend hier mit zwei Wummen oder was? Nein, das wird nicht passieren, aber oh, da bin ich auf 60 runtergeballert, der Typ. Aber folgendes, und zwar, wenn wir hier hingucken, nein, hier hingucken, sammelbares Vorteile, genau richtig, bei Vorteilen, oder haben wir das für Akimbo noch gar nicht? Sturmgewehr und Pistole, Kopftreffer brauchen wir für Taktik für Angriff. Akimbo-Abschüsse, seht ihr? 2 von 10. Deswegen renne ich Akimbo rum, um hier die Vorteile freizuschalten. 10 Kills Akimbo brauchen wir. So, das ist jetzt gleich der nächste. Also ein Köter hinter mir, wa? Wo ist der Köter? Ich habe noch gehört. Nee, die Kiste kann man nicht kaputt machen, okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz nochmal auf die Akimbo-Kills. Ja, seht ihr, 4 von 10, also. Bleiben wir noch ein bisschen bei Akimbo. Ja. Okay, hier müssen wir aber lang. Das war, wo wir vorhin schon waren. Hat mich gerade wieder irgendwas getroffen, ne? Ja. Ah, Speicherpunkt, okay, wunderbar. Ich
Ich habe irgendwo einen Hund gehört, wusste ich's doch. Da kommt er natürlich an, wenn ich nicht mitrechne. Ah, Kimbo-Kills? Na, ah, also, wunderbar. Ich wollte nur wissen, ob die Hunde auch zu zählen. Ja, ich könnte hier auch laufen. Ich könnte. Hat doch hier Rüstung irgendwie, na also. Ah, und freigeschaltet. Wunderbar. Gleichen Erfolg, doppeltes Nachladen. Das gefällt mir hier doch. So, schön Munition einsammeln, Rüstung einsammeln. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier. In Vorteile. Okay, wir haben jetzt hier die 10 Akimbo-Kills. Getötet beim Rutschen mit Anlauf. Mit Akimbo an, aus. Okay. Beim Rutschen. Abschüsse mit einem Geschützstand. Aha. Was haben wir hier noch? Leere ein vollgeladenes LKW ohne zu verfehlen. LKW? Ein LKW? Das ist ein Lastkraftwagen. Nein, ein... Keine Ahnung, was für eine Waffe die meinen. Akimbo-Abschüsse 100. LKW-Abschüsse 25. Okay. Aber wir können auch hier rüber gucken. Töte einen Kommandanten. Kopftreffer, Pistole und Dings. Und töte zwei Gegner mit einer Granate. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mal von Akimbo weg. Und guck mal wegen Headshot. Kiste zum kaputt machen, ja. War ein bisschen Gesundheit drin, ist nicht schlecht. Schleiche dich heran. Ah ja, okay. Und weg ist er. Und da haben wir auch gleich den Vorteil Speer freigeschaltet. Wenn wir den hier auch nochmal auf dieselbe Methode töten. Ich weiß nicht, warum die immer hier diese Elektrokisten da hinten auf dem Rücken haben. Weiß ich nämlich noch nicht, weil wir spielen hier so halb blind. Also wie gesagt, das angespielt haben wir gemacht und steigen jetzt direkt ein auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Wollen ja hier nicht lange rumspielen, wie gesagt. Ich habe es vorhin erwähnt, kein Kindergarten hier. Oh, Pistole kann ich jetzt auch schon Akimbo nutzen. Was haben wir hier noch? Auch ein Medischock. Nehmen wir einfach mal mit. Rüstung. Ah ne, schalten wir aus. So, weiter geht's hier. Speicherpunkt.
So, in 20 Metern ist ein Kommandant, den wir ausschalten sollen. Der kann auch Verstärkung rufen. Also machen wir das Ganze hier auf die Sneaky-Variante. Kommandant sehen wir da schon. Einfach Abstecher und gut ist. Komm her. Ja, dann macht er dicke Backen. So, und noch ein Abstechen. Weil es Spaß macht. Weil das Spiel uns extra zeigt. Hier kannst du mal ein bisschen... Ah, jetzt darf ich auch Messer werfen. Den können wir trotzdem so platt machen. Obwohl, vielleicht gibt es auch wieder fürs geworfene Messer Erfolge. Also was heißt Erfolge, Vorteile halt, ne? Ist das, was ich meine? Da drüben, guck mal hier. Heimliches Töten durch Messerwurf, 5 Stück, na also wusste ich doch. Dann wechseln wir auf Messer. So, wie ging der Messerwurf? Genau, so. Das war jetzt eben gerade rechten Stick einfach drücken. Handgranaten liegen hier auch irgendwie ohne Ende rum. Gar kein Problem, da ist noch ein bisschen Rüstung, her damit. Eine Map haben wir immer noch nicht, ne? Aber haben wir eigentlich keine Map? Wartet mal. Vertue ich mich da vielleicht? Sorry, Leute. Kurz gucken hier in die... In die Hilfe hier mal rein. Tutorial. Tagebuch, Messer. Springen, Kisten aufbrechen. Die Map war meiner Meinung nach, war die hier. Tagebuch. Steht nichts weiter drin. Die Taste nicht. Da ist das Waffenrad. Da wechsle ich auf die Waffe. Ducken. Ach, hier kann ich auf Einzelschuss und Mehrschuss hin und her schalten. Okay. Ach, da ist die Waffe. Die Waffe. Die Karte. So, das hier unten sollen wir in die Luft sprengen, können wir erst machen, wenn wir da hinten mal uns den Sprengstoff geholt haben. Da ist auch wieder ein Kommandant, da sehe ich ihn schon. Ich wechsle mal aufs Messer. Oh! Okay. War anders geplant. Ich wollte mehr Leute mit dem Messer abwerfen. Ich dachte, dass er die Klappe hält, aber okay, hat er nicht. Hat er nicht gemacht. Na gut. Jetzt haben wir auch kein Messer mehr momentan. Aber es müsste ja noch in dem Kerl drin stecken. Hier haben wir unseren Sprengstoff. Da ist auch noch Munition. Da, 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 da. Hier lang, hier lang, hier lang. So, da haben wir unser Messer wieder. Sag ich doch, hat noch in ihm drin gesteckt.
Munition ist voll. Seht ihr? Wir können nämlich hier sprengen. Das habe ich mal angespielt, habe ich hier nicht gesprengt. Das machen wir jetzt einfach mal. Und guck mal, was uns hinter der Tür erwartet. Was sagt die Map? Okay, ist also einfach nur, dass hier ein anderer Weg freigeschaltet ist, ne? So, was gibt's hier? Meist gibt's auch mal irgendwas, wenn man hier in solche Seitenräume kann. Ah, da oben. 25 Rüstung nehmen wir gerne, zumal Leben jetzt momentan eh auf 60 runter ist. Ich kann's gerne mal wieder Medipack. Okay, in 36 Meter haben wir wieder einen. Oh, haben wir der uns schon gesehen? Wollen die verarschen? Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Na, okay. Okay, okay. In der Einführung gestorben. Aber warum? Ey, Leute, wer hat mich da gesehen? Ich war gerade noch überlegen, wo ich hier lang schleiche und ob ich noch ein paar Messerwurf-Kills mache und so weiter und so fort. Und dann Alarm und das MG da oben hat mich echt verhackstückelt. Deswegen war ich jetzt überlegen, ich denke, ich probiere jetzt einfach nach vorne in Deckung zu laufen. So, die Rüstung, haben wir die jetzt? Nee, ne? Genau, nehmen wir wieder mit. Haben wir eigentlich schon. Ah, da unten bin ich, okay. Ich wollte gerade wissen, ob ich für die Pistole schon einen Schalldämpfer habe. Oder ob die einen Schalldämpfer drauf hat. Es könnte auch sein, dass die einen drauf hat. Hier! Der fängt direkt an zu ballern! Eieiei, das gibt's ja wohl nicht. Ach, schade, Mist. Aber warum sieht der Kerl mich denn sofort? Ich meine, er kommt aus der Tür, schreit Alarm und los geht's. Aber dem zeige ich jetzt, wo der Hammer hängt hier. Geht ja gar nicht. Ich wollte euch hier ein Let's Play und kein Let's Dice präsentieren. Frechheit. Aber na warte, Junge. Na warte.
Okay, also meine Güte, Leute. Ich habe jetzt einfach mal meine Klappe gehalten gehabt, um mich hier zu konzentrieren. Jetzt haben wir das ja soweit geschafft. So, heben wir hier mal schön alles auf, was hier so rumliegt. Gucken wir mal auf die Map. Gut. Hier haben wir noch mehr. So, hier ist noch ein Health Pack, das ist sehr gut. Wir sind ja voll auf 145 Rüstung. So, was haben wir hier? Munition. Kleines Lebenspack. Wo wir hier noch eben gerade leben. Nicht, dass ich es brauchen würde. Da irgendwie. Ah ja, 20 Leben. Bonusgesundheit halt. Brauchen wir jetzt gerade nicht wirklich. Noch mehr Bonusgesundheit. Rüstung ist gut. 75 Rüstung. Da komme ich her. Ah, Treppe weiter hoch. Okay. Da geht's zur Flak. Steht extra ein Schild dran. Bitte sprengen jetzt oder so. Dieses Vorbeugen ist aber noch teilweise ein bisschen ungewohnt vom Zielen dann. Ich weiß aber auch, dass es dafür auch eine, also wieder so einen Vorteil gibt. Er stört die so und so viel. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, ob ich die freigeschaltet habe schon. Keine Munition, der Kerl. So, einmal das Messer rein. Verlassen. Nee, verlassen. Ja, geht an. Ich beeil mich. Nur kurz noch gucken, was ich... hier oben zum Einsammeln habe, wollte ich gerade sagen. Da kommt er dazwischen gerannt hier und denkt, er muss hier einen Lauten machen, oder wie? Larry der. Kann nicht wahr sein. Weiter. Zwei Türen. Zwei Räume. Ah, hier ist diese Hebelgeschichte. Was steht da dran? 1-3-2. Für uns Deutsche easy. Für die Engländer, die das Spiel spielen, die müssen wirklich dann was lernen. Weil 1-3-2 bedeutet erst Hebel 1. Dann Hebel 3. Oh, dann Hebel 2. Er war zu langsam. Okay, nochmal. Okay, 1-3-2. Hallo? 1-3-2. Na also, war ich echt jedes Mal zu langsam gewesen, na gut. Und da haben wir ein Enigma-Code-Fragment. Nehmen wir doch gerne mit. Ach, jetzt habe ich auch eine Schalldämpfer für meine Wumme. Sehr schön. Pistole. Schalldämpfer drauf, genau. Da können wir ein paar Sneaky-Kills machen, ist auch nicht schlecht. Pistolen, was ist hier in der Mitte? Sturmgewehr, 260 Schuss. Okay, wir gucken kurz in die Verbesserungen rein, Leute.
Weil das ist wirklich wichtig, also in die Vorteile hier, dass ihr da guckt, dass ihr ein bisschen was bekommt. Macht das Leben leichter. Beim Rutschen töten, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ah, Headshot mit der Pistole sollte ich erstmal als nächstes machen. Dann bekommen wir einen Taktikvorteil freigeschaltet. Töten mit Messer, 2 von 5 ist auch gut. Heimliches Töten mit schallgedämpfter Pistole, 10. Okay. Wechseln wir mal auf die Pistole. Map. Ah, sorry, Map. Mal gucken, ob wir uns hier reinschleichen können und irgendwen finden. Hier mal Kimbo wieder aus. Weil auf die Entfernung will ich auch lieber ein bisschen visieren. Mal kann ich dann hier auch den hier machen. Ja, ich sehe dich auch. Und du da oben lebst auch noch, ne? Oder? War das gerade sein Todesschrei? Das war sein Todesschrei, würde ich sagen. Na, haben wir hier hinten irgendwas? Hier ist eine Tür. Munition. Munition. Was sagt die Map? Kein Fragezeichen auf alle Fälle. Fragezeichen sind immer die einsammelbaren Gegenstände. Noch ein Medischock, egal. Hier. Medischock. Rüstung? Nein. Ich weiß, dass ich oben lang muss, aber hier unten interessiert mich gerade, warum ich kann. Das hier ist nur ein alternativer Weg, würde ich sagen. Das hier. Hat auch keinen tieferen Sinn. Okay. Okay. Von den Jungs hier einsammeln, was zu einsammeln geht. Ah. Oh. Tja, diesmal habe ich das Geschütz nicht so platt gemacht, ne? Geht doch, wenn man nur will. So, ein bisschen was mitgenommen. Leben habe ich jetzt nicht so viel. Ich sollte vielleicht doch die Medischock-Dinger nicht nutzen, sondern einfach liegen lassen, damit ich dann nochmal zurückrennen kann, um mir Medizin zu holen. Ach, da ist eine Medizinkiste auf alle Fälle. Ah, jetzt habe ich auch ein zweites Messer. 40 Gesundheit ist gut. Ah, na also. Und der zweite Geschützmann und weg mit ihm. Überwältigen. Sauber, Captain. Gute Arbeit. Wir haben die Hälfte der Klippe geschafft. Fast an der Basis. Treffen uns oben, Blesko. Hey, Private Quiet. So sehr ich die Aussicht von hier genieße, könnten Sie bitte das verdammte Seil hochklettern? So, mal gucken. Weiß nicht mehr, ob ich hier irgendwie...
Was hatte, wo sich Schießen drauf lohnt, weiß ich jetzt nicht genau. Räumen wir den Weg frei. Ah, da habe ich letztes Mal auch schon irgendwie wie Depp davor gestanden, im Angespielt. Ich weiß echt nicht gerade, was ich da gemacht habe. Dann legen wir mal hier die Wumme ab. Ach hier, warte mal, hinter mir. Da habe ich noch ein Ausrufezeichen, da habe ich ein Fragezeichen. Zurück. Zurück, Waffe mal wechseln, weg damit. Okay, was sagt mir die Map? Ah, sorry, oh. Verwirrt. Die Map. Ah, hier unten. Hier, warte mal. Hier irgendwo. Da. Goldenen Becher eingesammelt. Sehr schön. Und da hinten haben wir noch ein Ausrufezeichen. Ah, das ist hier lang. Mal kurz. Wie komme ich da hin? Hatte das hier unten mit dem Ding hier vielleicht doch einen Sinn? Ich denke nicht. Ich denke nicht, ich denke nicht. Aber wenn ich da erst von hier aus hinkomme. Wenn ich da erst von hier aus hinkomme. Was ist denn hier mit dem Schacht? Ah, jetzt ist das Ding, was da war. Okay. Wenn ich da jetzt Richtung Flügel weitergehe, dann renne ich an dem Ding vorbei, auf jeden Fall. Aber das ist doch nicht da draußen beim Geschütz, oder? Doch, ist es. Ach, das ist, glaube ich, nur ein Ausrufezeichen dafür, dass es das Geschütz ist, war, oder wie? Ach, ja, genau. Oh, Leute, sorry, wieder hier total verpeilt. Sowas. Wir nehmen uns geschützt. Darum. Ein paar Typen da wegsprengen. Ach ja. Oh ja, Leute, ey, dafür suche ich rum. Okay. Okay, 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 okay. So, nehmen wir hier wieder unsere kleine Pistole hier mit. Ja, drei Waffen. Hier haben wir wohl aufgeräumt. Finde ich gut. Halt, nochmal schnell auf die Map gucken. Wunderbar. Das Hündchen fängt eine Handgranate. Selbst Roboterhunde fangen alles. Hier, ich helfe Ihnen hoch.
sicher noch die Gelegenheit, dich zu revanchieren. Ja, ja, aber gleich. Warte, da hinten war nämlich ein Fragezeichen noch, wo der rausgekommen ist. Bin ich verarscht, ne? Siehst du? Sag ich doch. Irgendwie mal Codefragment. Medizin, Rüstung. Noch mehr Munition. Hier unten wird nichts weiter sein, denke ich mal, ne? Nee. Die Wumme lassen wir ruhig da unten. Egal. So, jetzt. Hier oben. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht die Sicht. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Go, go, go! Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! Okay, Leute. Ich würde sagen, das war ein verflucht langes Let's Play für den ersten Teil. Keine Sorge, die anderen werden kürzer, aber ich wollte hier auch einfach an keiner Stelle irgendwie die Story unterbrechen. Die 2, 3, 4, 5, 8, 9 Tode, wie viele es jetzt genau waren, ich habe nicht mitgezählt, zwischendurch drin, möchte ich mich für entschuldigen. Nächstes Mal vielleicht ein wenig besser vorbereitet. Ich dachte, es reicht so. Habe mich auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad teilweise überraschen lassen, obwohl er so schlimm jetzt auch nicht war. Also es war nicht wirklich schwer. Nur halt eine Sache, wo man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen muss. Mehr ist das nicht. Das wird in den nächsten Teilen noch besser flutschen. Ich hoffe auf alle Fälle, dass dieses Let's Play zu Wolfenstein The New Order euch so richtig gut gefallen hat. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare rein. Was ihr vom Spiel haltet, schreibt es mir unten rein. Ich freue mich auf alle Fälle auf alles von euch. Antworten gibt es bei mir immer. Ansonsten sage ich erstmal so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.